beiden Themen, der Ukraine-Konflikt und die Rolle der Medien, ne, die hängen natürlich untrennbar miteinander zusammen, ne? Das ist ja das Problem, wie sagt man so schön, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Da. Ich möchte das konkretisieren. Ich glaube, dass die Wahrheit erst gebeugt werden muss, damit der Krieg überhaupt möglich wird. Ja, wie hat Egon Bahr zum Ukraine-Konflikt so schön gesagt? Es geht in der internationalen Politik nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht immer um die Interessen von einzelnen Staaten. Ja, und dann sage ich einen Spruch, aber es geht um die Interessen derer, die es den Staat inzwischen einverleibt haben. Und das ist unter anderem die Rüstungsindustrie. Ja, die sieht jetzt ihre Chance gekommen. Die sagt, Leute, ja, lasst uns die alten NVA-Bestände aufbrauchen. Lasst die Panzer raus, bevor der TÜV abläuft. Ja. Horst Seehofer hat das offen zugegeben. Ja, Horst Seehofer, um das ganz nebenbei aus aktuellem Anlass noch zu erwähnen, ja, in der Diskussion, ob zu Hause Deutsch gesprochen werden soll bei Flüchtlingen und Migranten, da mag man ja allen CSU-Mitgliedern nur wünschen, dass sie niemals in ihrem Leben noch zu Flüchtlingen werben, denn CSU-Mitglieder lassen sich in die normale Welt ganz schwer integrieren. Ja, aber er hat es offen zugegeben, er hat gesagt, ja, es geht bei ihm in Bayern um Tausende von Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie und um nichts anderes. Und da hat er ganz humanistisch abgewogen, wie es seine Art ist, zwischen Tausenden von Arbeitsplätzen in Bayern oder Hunderttausenden von Toten irgendwo in Timbukistan. Und da hat er festgestellt, Soziales, was Arbeit schafft. Ja, und man mag natürlich der Bundesregierung Glauben schenken, wenn sie sagt, dass er an einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht interessiert ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist einfach die, hat die Bundesregierung das überhaupt noch zu entscheiden? Und ich bin mir da nicht sicher, denn ich glaube, dass der Krieg auch gewollt ist. Es gibt Interessen. Und es gibt Menschen, die sich dafür interessieren, dass es einen Krieg gibt, weil die haben schon längst nicht nur einen Briefkasten auf den Cayman Islands, sondern auch ein Penthouse. Und in das werden sie sich zurückziehen für ein paar Jahre, während sich hier die Menschen die Köpfe einschlagen um Gas und um Öl. Und die Zivilbevölkerung, sie wird leiden, sie wird in einem Bunker sitzen und sie wird Hunger leiden. Und der lässt sich's gut gehen auf den Cayman Islands. Und der wird nach 2, 3 Jahren zurückkommen und wird den Wiederaufbau leiten, um sich dann das Kanzleramt zu kaufen. Denn eins ist klar, die Zukunft wird so aussehen, dass eine demokratisch verschleppte Meinungsbildung Gift für die Wirtschaft ist und das muss dringend geändert werden. Herzlichen Glückwunsch. Wenn sich in Europa die einen Gute nennen und dem anderen freudig das Böse nur erkennen, wenn gute deutsche Qualitätsfabriken hoffnungsfroh auf volle Lager blicken, wenn Banken höhnisch mit Milliarden zocken, derweil die anderen auf dem Trockenen hocken, wenn der Ruf nach einem starken Mann die Runde macht, derweil sich eine Frau ins Fäustchen lacht, wenn Unzufriedenheit sich häuft und in der Glotze dann nur Langeweile läuft, und wenn man dann noch einen trifft, der gern der schwarze Peter ist, wenn einem also so viel Gutes widerfährt, das ist schon mal wieder einen Weltkrieg wert. Halleluja.